Sean Gully, ich repräsentiere 030, nicht nur Neukölln, sondern 030 und San Antonio. Yes, Leute, wir sind zurück. 19 Uhr, King of Cologne Pro Edition. Ich stelle euch Spieler Nummer 2 vor. Auch vielen kein Unbekannter. Sean Gully ist am Start. Berliner, auch schon lange sein Ding gemacht. Wir haben gerade festgestellt, dass du nach Patrick, den ihr gestern kennengelernt habt, der zweite Älteste bist, also auch Veteran. In gewisser Hinsicht. Freut mich, dass du Teil des Turniers bist, am Start bist. Wir haben auf jeden Fall Qualität hier und du levelst es auch nochmal ab. Nimm die Leute mal ein bisschen mit. Du bist in Berlin aufgewachsen, aber ich glaube auch in Amerika auf der Highschool gewesen in den ersten Jahren. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, was deinen Werdegang als Baller angeht und was vor allem so die ersten 10 Jahre los war, wann es anfing mit Basketball für dich. Genau, also bei mir war es halt so, ich war in der Alba-Jugend, bin dann relativ früh zum Verein SV Pfefferwerk gewechselt. Hat nicht lange gedauert, bis wir dann die Transition nach Amerika gemacht haben und ich in der Highschool war. War da in Texas, hab's dann ins Junior College geschafft von da aus und bin seitdem wieder hier in Deutschland unterwegs. Hab bei den Rostock Seawolves angefangen, etliche Vereine, also hin und her gewechselt, aber am meisten habe ich dann wirklich bei Schalke 3 Jahre und beim 3x3 Düsseldorf Verein gespielt. Mhm. Und hier sind wir. Auf einmal bin ich 29, fast 30. Die Zeit fliegt und das. Stimmt, du warst nicht Zweitältester, sondern wir haben jemanden, der noch dazwischen liegt. Du warst der Dritte im Bunde und du hast Düsseldorf und 3 gegen 3 schon erwähnt. Du hast auf jeden Fall neben 5 gegen 5, warst du, glaube ich, so wie ich das erlebt habe, einer der ersten 3 gegen 3 Profis, die wirklich einen Vertrag hatten, die einen Paycheck bekommen haben, um professionell 3 gegen 3 zu spielen. War das mit LFDY oder mit welchem Team war das in Düsseldorf, wo du an den Start gekommen bist? Und für die Leute, die nicht so sehr in diesem 3-Game sind, war das dann für eine Sommersaison quasi oder was war diese Art, man kann ja schon sagen, es war eine Anstellung wie in einem 5 gegen 5 Setting, wie in einer normalen Vereinsstruktur oder wie war das? Weil ich glaube, ihr wart und Düsseldorf waren eine der ersten, die das in Deutschland Ballern möglich gemacht haben, so wie ich das mitbekommen habe. Richtig, also du hast schon angesprochen, wir haben uns selber so als die Pioniere gesehen, also die Leute, die es als erstes wirklich gemacht haben und durchgezogen haben. Du hast schon angesprochen, das war jetzt nicht nur irgendwie über den Sommer oder so, es war wirklich All-Season. Das geht dann von Januar mit Vorbereitung bis spät im November. Und dann hat man nicht mehr die Sommerferien, auf die man sich immer freut beim 5 gegen 5, sondern du musst wirklich durchpushen, wenn du es nach oben schaffen willst und erfolgreich sein willst mit dem Team. Es war echt eine coole Geschichte, eine geile Experience, kann ich nur empfehlen, auch wenn es sich ein bisschen mit dem 5 gegen 5 crossed, aber wer wirklich Bock darauf hat, sollte es auch mal ausprobieren. Ja, nice. Das heißt, da geht es ja um FIBA-Ranking-Points, man sammelt Punkte, um zu bestimmten Turnierformaten zur World Tour vielleicht sogar zugelassen zu werden und da ist ja ein ganzes System dahinter, schon über 10 Jahre, dass das die FIBA so in Rahmen gepackt hat einfach. Sehr, sehr nice. Da gibt es auch eine 12-Sekunden-Shot-Clock. Es geht darum, seinen eigenen Wurf kreieren zu können auch. Und natürlich werden da Spieler gesucht, die jetzt nicht vielleicht die typischen deutschen Rollenspieler sind in der ersten und zweiten Liga, die so 3&D spielen, sondern auch Leute, die ein bisschen Kreativität haben, die vielleicht gelernt haben, im Ball umzugehen und genau das zu machen. Worin liegt der Reiz jetzt? Heute geht es ja um 1 gegen 1. Das ist ja nochmal eine ganz besondere Art und Weise. Wie ist deine Verbindung so zum One-on-One-Game? Ist das was dich auch schon lange begleitet? Einfach mal dein Take so zu dieser 1 gegen 1 Minisportart aus diesem großen Spiel 5 gegen 5 oder 3 gegen 3 rausgelöst. Wo liegt der Reiz beim 1 gegen 1 für dich? Ja, also ganz klar, 1 gegen 1, das sind die Roots. Da hat man angefangen, man war auf dem Streetball-Court, hat immer gegen seine Freunde 1 gegen 1 gespielt. So geht's los und ich sehe da auch eine meiner größten Stärken, einfach so das Mismatch zu suchen. Sei es im Post, sei es von draußen, gegen einen langsameren, größeren Verteidiger, was auch immer. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Skills habe, was es angeht, dass nicht alles verloren gegangen ist. Aber ich bin gespannt, das zu sehen, gegen die anderen zu testen und
Yes, Mann. Ich bin sehr gespannt, dich zu sehen on court. Auch natürlich in dieser besonderen Location auf dem Full Court gegen die anderen Jungs. Ich glaube, Qualität ist da. Sean Gully ist am Start. Seid gespannt. Morgen um 19 Uhr gibt es den nächsten Spieler. Dann die Auslosung. Und dann sind wir auch schon ready nächste Woche. Beziehungsweise in 6, 7 Tagen mit dem Quarterfinals 1. Wir sehen uns 19 Uhr morgen wieder.